Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Total War Attila mit dem Sven als Ostrom. Und dem Max als Westrom. Ja, die Schlacht um Palma steht uns bevor. Bist du schon bereit? Ja, ich bin bereit. Exzellent, so. Meine starken Kavalleristen sind bereit, abgeschlachtet zu werden. halte sie aber noch zurück. Der Feind bekommt Verstärkung. So, der Feind bekommt Verstärkung. Oh, die kommt genau aus der anderen Richtung. Das ist mir allerdings relativ bums, weil... Willst du die Flotte wirklich anlegen lassen, ja? Ja, will ich, weil... Ich brauch Mannstärke auf der Piazza. Schnelles Marschieren! Ja, genau. Schnell fahren. Ja, genau. Natürlich erzittert der Feind vor unserer Überzahl. Durch unsere größere Anzahl werden wir den Feind niederschlagen. Das war ein sehr lustiger Feind. Oh, die kommen auch über Land, gibt er das mal. Okay, der Onaga legt doch nicht an. Also ist schon auf dem Schlacht... Weil es ein Onaga-Schiff ist. Achso. Was habe ich denn hier? Secundus Fimbria, westliche leichte Seesoldaten. Na, wir wollen auch keine Ossis hier haben. Hallo? Also, das habe ich nicht gehört. Das sind nur 36 Mann. Stationäre Schildkröte, los. Warum sind das nur 36 Mann? So ein Scheiß. Ich weiß es nicht. So. Da steht die Legio bereit abgeschlachtet. Ich meine natürlich den Feind abzuschlachten. Na, die Bogenschützen kann man hier oben echt gebrauchen. Also. Na, die Frage ist jetzt tatsächlich, aus welcher... Halt! Nein, ich möchte ein Standardgeschoss einsetzen, bitte. Befehl verstanden! Ich glaube, brennendes Geschoss ist jetzt nicht so, ja, genau. Alter, ja, genau. Sie, Mann, tot. Genau. Dämlicher Onaga. Comita Tensis! Da, verreckt, ihr Wichser. Die Kavallerie verkackt so wild. Der Feind ist auf aber das tut sie immer. Das ist nichts Besonderes. Comita Tensis! Für Ruhm! So, ich glaube, wir werden in eine Art von Weltfrieden hier nicht reinbekommen, ehe wir alles, wirklich alles vernichtet haben. Ja. Der Pax Romanum, das wäre jetzt was. Mal, selbst wenn wir schaffen, wenigstens die Hälfte auszulöschen, wird die andere Hälfte noch viel aggressiver sein. Ich glaube, da haben wir nicht viele Chancen. Ich glaube leider auch, dass wir ziemlich hart genommen werden. Eine politische Lösung ist wahrscheinlich nicht möglich. Wie in Syrien. Nee, ich glaube, es kann hier nur eine Endlösung geben. Ja, ich glaube, wir haben hier die Syrien-Situation. Ich glaube, wir haben hier eine ganz andere Problematik. Alter, er verreckt jetzt. Ah, schön gemacht, Bogenschützen noch schön in den Rücken schießen. So wie sich das gehört. Ja. Der Feind hat seine Einheiten versammelt. Ja, Feind kann mich mal crosswise. Crosswise. Ja, ich kann speak good English, man. Yes, of course. You come from England. Angreifen! Aha, Opfer. So. Ein hohes kurdische Rebellenstern. Nein, nicht kurdische Rebellen. Katari. Natürlich. Was sonst? Sind es keine Katafrakti? Katafrakti? Steht bereit!
Defensive Schildkröten. Der Kamelfettsäcke oder sowas. So. Los, flüchte zum Turm. Gut. Was legt da so an, Legio? Mhm. Die afrikanische Legio mit den Farben von vom römischen Staat Afrika. Die haben ja fast dieselbe Farbe wie du, aber alle Dingens haben dieselbe Farbe, fast dieselbe Farbe wie du. Ihnen fehlt, glaube ich, nur immer das Gelb und der Rotton ist ein bisschen anders. Ich glaube, ihr hat alles irgendwie dieselbe Farbe. Alter, aber schießt nur auf mich. So. Eure Befehle? Nein. Zu Befehl! Doppelte Geschwindigkeit! Warum zwei ist das extrem? Da hat ja irgendwie, das ist ja irgendwie alles bunt. Defensivposition! Finde ich auch ziemlich cool, ehrlicherweise. Empire war das nicht so, da war irgendwie alles, war fast alles weiß und ein bisschen rot, ein bisschen blau und das war es eigentlich. Also im Vanilla Empire, bei den Mods ist das was anderes, da haben sie sich Mühe gegeben. Ja, Legio versus Legio. Legio versus Legio, die beschossen wird, ja. Bitten darf. Lol, sie gerade geworfen haben und keine Sau gestorben ist. War das ein Speer? Oh, scheiße. Sie versuchen unseren General zu töten. Ja, da schießt von irgendwoher schießt ein Onager. Das ist das blöde Schiff, oder? Ja, das ist das Onager-Schiff, da kann ich ja nahezu nichts tun. Ne, kann keiner von uns was tun. Aber die Funditoris da hinten kannst du bereiten. Ja, mit dem, was übrig ist. Der Onaga war aktiv. Wobei, das könnte jetzt seine eigenen... Wobei, doch ein bisschen. Ah, krepiert, ihr Wichser, bitte! Fängt euch an. Oh, wie viel Munition hatten der noch? Oh, der hat nicht mehr viel Munition, Gott sei Dank. Hört sich das blaue Balken so wieder auf. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, es läuft darum. Maximinus Macula. Palatinerwachen. Oh nee. Ich wollte gerade fragen. Palatinerwachen, ja oder nein? Aber wie sehen die eigentlich jetzt aus bei mir? Nee. Sehr Palatiner. Eine Einheit ist die Munition ausgegangen und sie kann ich nicht möchte mehr eigentlich schießen. Nicht mit Kavallerie gegen Palatinerwachen kämpfen. Das wollte ich eigentlich nicht so gern. Ich gehört, das soll nicht so gut sein. Schade, dass man die nicht ausbilden kann. Ja, man kann Palatinas kann man ausbilden. Ja, aber die sind ganz die anders. Das sollen so leichte Kämpfer sein. Leichtere Kämpfer. Was, von welchem Turm ist nichts mehr übrig? Achso. Da hinten. Nein, jetzt kommt der! Und sind ja 7 Leute von seinem scheiß Bataillon gestorben. Sagittari, macht was! Vielleicht kann ich ihn jetzt zurücklocken. Ah, sterbt von den Tores. Oh, los. Nein, Tor bringt meine eigenen Leute zum Fliehen. Nein. So, Männer fliehen vor dem Feind, das ist eine Schande. Shameful display! Die fliehen vor dem Turm. Oh Gott, wie das so ein Nagerschiff da rumschippert. So, ich lass mal meine Dingens aufhören zu schießen. Vielleicht brauche ich die paar Schuss, die sie noch haben, noch für etwas anderes. Ah, von da hinten kommt jetzt ein General. Anatolius Pollio. Ja. Nein, der Pollenflug kommt. Oh nee. Warum regnet es eigentlich die ganze Zeit während unseren Schlachten? Kannst du mir das mal verraten? Ja, wahrscheinlich ist es erst ein sonniger Tag. Dann, wir haben heute eine Schlacht und plötzlich zieht sich alles zusammen, ja. Zu regnen. Vermutlich ist es so. So, 52 römische schwere Seesoldaten gegen 157 Komitatenses. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss dazu sagen, ich fände das besser, wenn man ein bisschen mehr Sonne sieht und ein bisschen weniger Nebel.
Tja, schraub die Grafikeinstellung. Ja, dann sehe ich noch mehr Nebel und kein Regen mehr. Jetzt hat er den Artillerietrupp abgesetzt. Der ist gar nicht mal so schwach, oder? Müssen wir ansehen. Nee, okay, ja, schwach. Also ich sehe jetzt zwar keine Stats, aber er sieht nicht sehr stark ausgerüstet aus. Sieht aus wie ein Mob. Mit ihren Teppichmessern. Ich glaube aber, der Artillerietrupp von den großen Onagern hat eine leichte Rüstung an, aber da bin ich nicht ganz sicher. Los, Secundus Fimbria! Ja, verlieren meine Kundschaft der Equitas ernsthaft gegen Vomitoris. Ja gut, es sind halt einfach zu viele. Aber warte, ich könnte dich unterstützen mit meinen Sagittarii. Ja, also auf den Artillerietrupp würde ich auch nicht schießen, weil der ist ja aufgestellt wie, weiß ich, wie Jäger aus Napoleon. Also, nee, das würde ich nicht probieren. Ich schau mal, ob ich dir gegen die Funditores helfen kann. Aber es sieht nicht so aus. Nee, ein paar Pfeile fliegen rum, aber. Ja, aber ich kann die nicht richtig treffen. Nee, lass ich lieber, ich spare die Munition noch. Die Männer verlieren ihre Entschlossenheit! Die Männer schwanken. Alter, was laufen denn die da hinten weg? Die haben Angst. Ja, die sehen, dass ihre Kumpels da abgeschlachtet werden und fliehen. Durch die Gegner durch, natürlich. Hallo Leute, wollt ihr mich ab? Ja, du hast es geschafft, die Funditores platt zu machen, das. Ah, Artillerietrupp. Aber eigentlich müsste ich ihm hier hinterher. Bisschen so. Vielleicht kriegen sie noch einen Erfahrungsrang, da sind sie ein bisschen besser. Die sind erschöpft. 200, wow, 216 Kills, 219, 220. Müde. Die sind auch erschöpft, die ziehe ich auch mal raus. Wie sieht's um. Die Legio ist immer noch frisch. Also Männer fliehen vor dem Feind. Ah, du fliehst vor. Deine Leute fliehen vor dem Fliehenden. Ja, super. Hallo, bleibt mal stehen. Na, Jesus. Wie sie halt sofort drauf hören. So, Sagittari, bitte feuern. Alter, ich hab gerade. So eine Musik, die kommt mir übelst bekannt vor. Okay. Okay, dann schießt halt auf die Funitoris, wenn ihr es nicht packt, dadurch. Ah! Ja. Ist was? Ja. Scheiße. Nein! Mann! Was macht ihr denn? Das hat vor allem was gebracht. Ah, ja. Ja, scheiße, die Lege wird langsam aber sicher aufgerieben. Ja, aber ganz langsam. Ja, trotzdem. Wassereffekte auf den Gebäuden, das sieht immer noch strange aus. Ja. Oh Mann. Nein, jetzt sind das diese Funditores und sie schleudern. Doppelte Geschwindigkeit. Okay, ich habe noch eine Salve mit den Sagittari. Die verwende ich jetzt auf die feindlichen Palatinerwachen hier. Es sind immer noch 114 Leute, Alter. Ja, es sind halt Palatiner, ne? Palatina, Legion, Limitana, ich kann es machen sogar. Wie süß. Ja gut, die Limitana-Grenzwachen sind scheiße. Haben ja, aber sie sehen irgendwie cool aus. Sonst sehen auch nichts, wenn sie tot sind. Warum lauft ihr weg? Ich habe euch zurückgezogen. Na also, bleibt stehen jetzt. Ja gut, sein General hat gegen deinen Speerträger gewonnen. Kacke. Scheiße, echt jetzt? Ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Entweder du hast Glück und sie kommen zurück, oder? Weil wenn sie zurückkommen, gewinnen sie es, aber so nicht. Post Sagittari Angriff. Super, Sagittari. Ja, ich hab nichts anderes mehr. Ja, deshalb nutzt die. Los, das sind die Super Sagittari. Ja, ich hoffe, dass die Kommetatensis wieder zurückkommen, weil dann kann ich die Funitores von hinten angreifen. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben.
Ja, es sind ja auch nur römische Bogenschützen. Es sind ja keine Super Sagittarier. Komm zurück, bitte. Bitte, Comitatensis. Also die Sagittarier werden abgeschlachtet. Jetzt schießt der Turm so auf deine Leute und sie fliehen endgültig. Der Turm, der merkwürdig aussieht. Im Wasser. Ja, sie sind zurück. Das ist doch alles schön. Haben doch alles in der Kontrolle. Naja, ich würde das anders nennen. Oh oh. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Oh oh. Nicht schön. Deine Leute halt fast genauso aussehen wie seine. Das ist, ich kann sie trotzdem ganz gut auseinanderhalten gerade. Ja gut, bei den Palatinas sowieso. Es ist auch viel zu dunkel, um das jetzt zu unterscheiden. So, ihr werdet doch wohl 25 Leute schaffen zu 23. Scheiße. Naja gut, die Funditoren sind dann wirklich keine Herausforderung, aber... Das andere wahrscheinlich schon. Oh. Ja, ich hab's geschafft! Warum flieht ihr? Das ist eine keine Ahnung. Ich hab keine Lust. So, kommen die Funditores, machen wir jetzt platt. Mhm. Sie sind wieder da. Wir haben das Equitest-Syndrom. Sie fliehen, kommen wieder. Sie fliehen, sie kommen wieder. Sie fliehen, sie kommen wieder. Aber ich muss deinen General töten. Los! Alles wankt. Die Hälfte. Das ist jetzt ein bisschen... Es wäre jetzt scheiße, wenn meine Legio auch noch wankt. Sie sind mitgenommen. 203 Kills. Der hat da hinten noch irgendwas. Ach, der hat... Die Männer fallen vom Glauben ab. Ja, ich fall auch gerade vom Glauben ab. Eine Einheit flieht vor dem Feind. Nein, das ist nicht gut. Ja, die liegen zwang. Die fliehen. Die werden überrannt. War auf der Stelle. Nein! Kämpft ihr Memmen! 48, 47, sie sind noch nein, jetzt nicht. Nein, kämpft doch! Oh, scheiße. Come on, hey. Was? Wenn ich ihm irgendwie da noch an dieser Stelle hätte in den Rücken fallen können bei dieser Anhöhe, dann hätte ich die Schlacht, glaube ich, gewonnen. Dann hätte ich sie noch gedreht, aber einfach zu wenig Truppen gehabt dafür. Ja, und dann noch ein bisschen Glück den General erwischt. Aber okay, ich hatte eine Niederlage, du hattest jetzt eine Niederlage. Wir hatten jeweils eine automatische Niederlage. Ich hatte mehrere automatische Niederlagen. Okay. Das macht aber keinen Unterschied mehr. Aber es ist eine glorreiche Niederlage. Er hat schon ordentlich verloren, also... Ja. Scheiße. Afrika gehört zu den westlichen Reichen. Aha. Immerhin eine Flotte habe ich ihm versenkt. Aber nicht komplett. Nee. Der General. Ja, der halt. So, was macht er? Er hat's geplündert. Natürlich. Duroctorium, die nächste Echtzeitschlacht. Vielleicht. Ernst? Eventuell, warte mal, er hat Palatinas, er hat Limitana-Grenzwachen. Naja, ich weiß nicht. Er hat halt wieder so scheiße viel Fernkämpfer. Octodoro. Er hat Kontarii. Ja, die Kontarii sind natürlich fies. Weströmische Separatisten. Nee, ja. Bei Octodorum sind es nicht Separatisten. Was jetzt meinst? Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Stadt. Octodorum ist, dann sind's Rebellen, also ganz normale Rebellen halt. Nee, Duroctorum heißt die Stadt. Ah. Octodorum jetzt.
Habe ich Octodurum, meine ich. Ja gut, da habe ich gar keine Chance. Echt? Bei Octodurum hätte ich die Chancen fast besser eingeschätzt. Was? Da ist gar nichts drin. Au! Was macht er? Ja, der Rebell, also dieser typisch weströmische Rebell, der besetzt gerne. Loyalität wankt. Alter, diese Leute, die dann ihre Loyalität wanken lassen, die sind so unnötig. Ja. Naja, aber wir sind mit dem Part leider am Ende, deswegen muss ich an dieser Stelle leider die Aufnahme beenden und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir weiter aufs Maul bekommen eigentlich. Das ist eine gute Umschreibung. Ja, und wieder als Let's Play Together Total War Attila. Euer Sven. Und euer Max. Ciao, Leute.